Dann gehen wir weiter, wenn wir jetzt schon gerade von Mark Hamill geredet haben. Luke in diesem Film. Ich glaube, das ist das kontroverseste Thema, was diesen ganzen Film angeht, wo sich eben die Geister scheiden. Wie hat sich Luke entwickelt? Wie ist seine Story? Und warum dieser Tod? Oder wieso tötet man ihn überhaupt? Das sind so die Fragen, die im Star Wars-Fandom momentan so aufkommen. Und ich kann sagen, ich mochte Lukes Entwicklung. Ich habe seine Story extrem gefeiert in diesem Film. Und auch sein Tod war für mich ein Highlight des Films. Ich finde, dass der Tod von Luke extrem wichtig für die Trilogie oder auch generell für das Franchise ist. Mark Hamill hat gesagt, er hätte sich gewünscht, dass Luke mehr in der Trilogie vertreten wäre. Aber er hat selber auch in anderen Interviews gesagt, dass der Film oder die Filme sich nicht um ihn drehen, um die alten Leute eben, sondern um die neuen, um die jüngere Generation. Und ich finde, da widerspricht er sich extrem. Weil ich finde, Rey hatte in dem Film, in den ganzen Szenen, wo sie mit Luke zu sehen war, war Rey immer die kleine Person, so die nicht so wichtige. Und Luke war irgendwie immer viel wichtiger in den ganzen Szenen und ich finde, Luke war viel mehr ein Hauptcharakter in den Szenen, wo sie zusammen waren, als Rey, wobei es ja eigentlich Reys Reise ist und nicht Lukes. Und das fand ich extrem störend, fand ich, weil Luke halt einfach so in den Mittelpunkt immer gedrängt wurde. Klar, die größte Frage ist, warum ist Luke so, was ist mit Luke passiert und sowas, aber die neue Generation an Helden da auf die Leinwand zu bringen und entwickeln zu lassen, wenn es dann halt größtenteils um Luke ging. Deswegen finde ich, ist dieser Tod extrem wichtig, weil Luke, ich hätte es einfach nicht gewollt, dass wenn er noch in Episode 9 vorkommt, ich hätte es einfach nicht gewollt, dass Luke in Episode 9 noch eine große Rolle spielt. Wahrscheinlich kommt er jetzt als Machtgeist wieder und so weiter, weil er ja eins mit der Macht wurde und so. Und das ist auch der beste Tod, den sie für Luke hätte wählen können. Also ich hätte es schon sehr krass gefunden, wenn Rey oder Kylo oder Snoke ihn umgebracht hätten oder er da gestorben wäre, als alle auf ihn geschossen haben. Von dem her ist der Tod, dass er eins mit der Macht geworden ist, die beste Möglichkeit. So wie Yoda halt in Episode 6. Und dass er jetzt halt immer wieder als Machtgeist wahrscheinlich vorkommt und Rey noch so ein bisschen ein paar Sachen lehrt. Was er ja in diesem Film nicht wirklich machen wollte, was ich auch toll fand. Dass Luke einfach so ein alter, verbitterter Mann war, der keinen Bock drauf hatte, der so ein Lichtschwert, das ihn halt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, wo seine Hand dran hing, dass er es einfach hinter sich wirft, weil es ihn halt nicht interessiert und er keinen Bock drauf hat. Von dem her, ich fand Lukes Entwicklung, wie er sich halt eben entwickelt hat, nachvollziehbar und auch weise gewählt von Rian Johnson, finde ich. Ja, aber ich fand es toll, eben, dass Luke so alt, verbittert war, keinen Bock hatte auf irgendwas, Rey die ganze Zeit nur wegkriegen wollte und so. Ja, ich bin nicht mehr diese Legende von Luke Skywalker, ich bin einfach jetzt halt ich habe mich von der Macht abgewandt. Und auch diese ganzen Flashbacks mit Kylo, wie er ihn da fast umbringen wollte und sowas. Holy shit. Das waren so die Sachen, die mich am meisten geschockt haben im Film, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe. Dass er halt Kylo töten würde oder wollte. Die erste ist, glaube ich, dass Kylo ihn halt angreifen wollte. Da sieht man, glaube ich, das blaue Schwert einfach, wie Kylo, was ich cool finde, dass er ein blaues Schwert hatte, dass er halt das blaue Schwert nimmt, anmacht und dann sieht man, wie sie aufeinander hauen. Man sieht, glaube ich, gar nicht den Teil, wo Luke sein Schwert anmacht oder dass er ihn umbringen wollte, so, ne? Dann die zweite Version von Kylo ist halt, dass Luke total wütend und will ihn einfach umbringen und er sieht auch richtig böse aus. Und die dritte Version halt von Luke, beides zusammen sozusagen, dass er halt gespürt hat, dass Kylo immer mehr zur dunklen Seite hingewandert ist und er keinen neuen Vader erschaffen wollte und nicht dafür verantwortlich war. Und allein der Fakt, dass er kurz überlegt hat, so, was heißt kurz, die Sekunden, wo er sein Schwert rausgeholt hat, angemacht hat, bis Kylo dann aufgewacht ist, die Zeit, dass er bis dahin überlegt hat, ihn umzubringen, finde ich toll. Also das ist einfach so, es ist halt einfach was anderes. Und viele Leute sagen, ja, es ist nicht Luke und nee. Und ich sage doch, weil
das sieht man im Film jetzt so. Das ist jetzt Kanon, das ist Luke. So, hätten die Leute bei Lucasfilm, die Story Group, gesagt, nee, das kann nicht sein, dann wäre es jetzt nicht so. Aber sie sagen ja, nö, es kann so sein und es ist so jetzt. Und von dem her, wenn sie sagen, es ist nicht Luke, es passt nicht in seinen Charakter, doch, tut's jetzt. Ich meine, es sind 30 Jahre, in denen kann viel passiert sein. Ich meine, er sagt ja auch, die Jedi sind kompletter Schwachsinn und was die Jedi sind zum Scheitern verurteilt und auch was die Jedi gemacht haben. Haben nicht gesehen, dass Darth Sidious, was ich sehr toll fand, dass er das gesagt hat, dass Darth Sidious dass sie es nicht mitbekommen haben, dass er vor ihrer Nase sozusagen aufgestiegen ist, fand ich toll. Also Luke hat wirklich seine Beweggründe und die sind auch gut begründet, sag ich mal. Und von dem her, I like it very, very much. Dann kam Yoda kurz vor und man hat dieses Ohr gesehen und ich dachte mir so, holy shit, wow. Also man hat dieses Ohr gesehen, weil es ist da so dran vorbeigegangen. Und es war so ein Moment, wo ich mir dachte, oh geil, oh geil. Dann sieht man ihn und ich dachte mir, oh nein, oh nein, oh nein. Also er hat mir gar nicht gefallen, das erste Mal, als man ihn gesehen hat. Ich glaube, er war halt eine Puppe. Auch die Stimme im Deutschen, es war nicht dieselbe Stimme wie in Episode 5 und 6. Es war auch nicht die Stimme aus den Prequels. Es war jemand, der versucht hat, die Stimme aus 5 und 6 nachzumachen. Und das hat mich so hingehauen. Also, die Stimme kam mir sehr komisch vor. Und er sah halt auch in der ersten Szene, in der ersten Einstellung, wo man ihn von vorne sieht, sah halt auch nicht gut aus. Ich hätte nichts gegen einen Prequel-Yoda CGI gehabt, der halt jetzt alt aussieht. Aber es war auch nicht dieselbe Puppe. Ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht dieselbe Puppe, weil es sah einfach nicht so aus. Aber dann hat man sich immer mehr dran gewöhnt. Dann hat man, glaube ich... Also ich habe dann auch so gesehen, ah ja, das könnte das aus 6 und 7, 5 und 6 sein. Lässt Yoda einfach diesen Baum verbrennen. Das fand ich extrem... Ich dachte mir so, what, der ist ein Machtgeist? Wie kann der physikalisch interagieren mit Luke, ihm auf die Nase hauen und dann einen Baum verbrennen lassen? Aber Obi-Wan hat ja in Episode 4 gesagt, wenn du mich tötest, dann werde ich noch mächtiger werden, als du es dir vorstellst oder sowas. Was ja auch sozusagen Yoda gezeigt hat, dass ein Machtgeist noch weiter über sich hinauswachsen kann und dann eben ein Gewitter und Bäume verbrennen lässt. Die Szene mit dem Baum verbrennen, dass Luke den Baum und die Jedi niederbrennen wollte und Yoda kommt dann ja so und sagt so, oh, du kannst dem Mädchen nichts mehr beibringen oder irgendwie sowas, das Mädchen... weiß alles, was sie braucht. Ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen hieß. Ich weiß auch nicht mehr, wie im Englischen, wie es da hieß. Ich weiß nur noch den groben Sinn sozusagen. Also, dass halt das Mädchen alles hat, was sie braucht oder weiß. Weil sie eben die Bücher bei sich hat. Wie man am Ende sieht, als Finn so eine Decke für Rose holen will im Falken, sind da die Bücher. Und ich dachte mir so, als ich die Bücher gesehen habe, dachte ich mir so, was machen die Bücher? Ach, sind bestimmt nicht die Bücher, sind irgendwelche anderen Sachen. Aber es waren wirklich die Bücher, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und Yoda wusste, dass die Bücher da sind. Und er hat mit Luke so ein bisschen gespielt, so doppeldeutig geredet. Und Luke wollte die Bücher ja noch rausholen. Dann kam da so eine Flamme, weil da waren keine Bücher mehr drin. Deswegen fand es Yoda auch nicht schlimm, dass er den Baum verbrennen wollte, weil da halt die Überreste der Jedi nicht mehr drin sind. Also sind die Jedi noch weiter Bestandteil. Und später hat sich dann Luke wieder mit der Macht vertraut gemacht und hat sich an den an das große Battle auf Crait projiziert. Und das war extrem strange. Mir ist nicht aufgefallen, dass er jünger aussah und ich weiß auch nicht, warum er sich jünger dorthin projiziert hat, was da der Sinn hinter sein sollte. Aber er hat sich jünger dahin projiziert und dann gab es da die tolle Reunion von Mark Hamill und Carrie Fisher, die sehr toll war. Diese Würfel, die auch sehr oft in dem Film vorkamen, einfach komplett unnötig waren. Also sie waren nicht unnötig, aber sie haben davor nie eine Rolle gespielt. Nie. Und jetzt tut man so, als wären sie voll wichtig. Und ich glaube, das hat halt einfach was damit zu tun, da im Mai höchstwahrscheinlich ja Solo, A Star Wars Story auf uns zukommt und da die Würfel wahrscheinlich extrem wichtig sind.
dass man da eine Verbindung irgendwie schafft. Ich wette, da werden die Würfel eingeführt und da wird uns gezeigt, wie wichtig die Würfel für Hahn sind und sowas. Und dann, wenn man sich das in chronologischer Reihenfolge alles im Gesamten dann anschaut, sind die Würfel halt wahrscheinlich wieder wichtiger. Von dem her wette deswegen immer diese Würfel. Ja, und ich dachte mir halt so, hä, am Anfang, wie kann das sein? Warum hat er andere Haare und woher kommt das blaue Lichtschwert? Das wurde gerade kaputt gemacht. Und dann sieht man eben Luke da so meditieren auf seinem Stein und es war schön. Das war so eine schöne Szene. Und dann geht die Sonne vor ihm unter und dann sieht man, wie Luke, ich weiß nicht, warum er dann... Ist er irgendwie runtergefallen von dem Stein? Weil dann ist er ja nochmal so hochgekrochen und schaut so die Sonne an. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Und dann hat er sich eben in Luft aufgelöst. Ja, das war eine schöne Szene. Weil es waren Zwillingssonnen, die untergegangen sind. Halt so ähnlich wie in Episode 4. Es war ein schöner Tod. Ja, den fand ich sehr schön. Wie dann auch der Mantel wegfliegt. Fand ich cool. Und viele Leute sagen jetzt halt, die nicht wollen, dass Luke stirbt. Der hat sich nur woanders hin projiziert. Ein Scheißdreck hat er, ist tot, meine Güte. Und wenn J.J. Abrams jetzt ankommt und sagt, ach, der ist nicht tot, der hat sich woanders hin projiziert, dann werde ich wütend und kotze ihm auf den Tisch. Das war's zu Luke. Das war, ich glaube, ich habe jetzt fast 20 Minuten über Luke geredet. Ja, ich mochte die Projektion von Luke nicht ganz so wirklich, weil er sah da sehr komisch aus. Kennt ihr immer diese Fanbilder, die am Anfang von Episode 7 oder 8 rauskamen, wo so Leute so mit Photoshop rumgespielt haben und dann so einen alten Look gemacht haben und sowas? So sah das irgendwie aus. Also, das ist so aus meiner groben Erinnerung noch. Ich werde es am Freitag ja nochmal schauen. Aber für mich sah das jetzt nicht so gut aus. Er sah auch nicht jünger aus, wie er ja hätte sein sollen. Nee, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich auch wieder der Gedanke und die ganze Szene generell war extrem nice. So, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene oder generell zu meiner Lieblingsstory in diesem ganzen Film. Ah, Snokes Thronsaal. Is it awesome or is it awesome? It is awesome.